Mit 8:7 nach Elfmeterschießen verliehen unsere Sportfreunde die Viertelfinalpartie des Westfalenpokals. Bei mir jetzt Jerón Alhazaimi. Jerón, warum hat es heute nicht gereicht? Ich denke, wir hatten den Gegner über 120 Minuten sehr im Griff. Die kommen ja einmal vors Tor, machen zwei Tore. Dann steht 2-0, dann kommen wir sehr gut zurück. Hatten dann noch sehr viel Pech mit Pfosten, Latte, Aluminium generell. Ja, und dann haben die sich irgendwie ins Elfmeterschießen gerettet, was sie haben wollten. Und ja, Elfmeterschießen ist meistens eine 50-50-Sache. Und ja, die haben wir gegen Ferl haben wir es noch geschafft. Und jetzt haben wir es leider nicht geschafft. Ja, nach dieser anstrengenden Arbeit ohne wirklichen Lohn geht es dann jetzt schon bereits Freitag gegen Köln weiter. Wie schafft ihr es jetzt, euch darauf zu konzentrieren, die Kräfte zu bündeln? Ja, das ist natürlich schwer. Wir haben 120 Minuten in den Knochen. Das Spiel ging eigentlich nur auf eine Seite, in eine Richtung. Und ja, wir werden uns morgen pflegen, noch drüber unterhalten. Und dann, ist das Gute, dass wir Freitag schon wieder gegen Köln spielen, dass wir uns auf Köln konzentrieren und uns halt jetzt in die Meisterschaft alles raushauen. Und es geht nur noch Meisterschaft. Alles klar, vielen Dank.